So. Wir machen das hier auch einmal so. Dann ist es gemütlicher. Bitte helft uns doch! Ach so, ja, stimmt, wir sind ja hier vor der Höhle stehen geblieben. Hilfe! Helft uns! Bitte helft uns doch! Ja, ich weiß. Ist ja gut. Hilfe! Helft uns! So, ich muss einmal mit der Maus hier reintappen. Ja. Bitte helft uns doch! Hilfe! Ja, wir kommen doch. Was ist denn hier los? Monster! Monster dort in der Höhle! Wir konnten fliehen, aber Hugo ist noch drin. Hugo? Hugo? Unser Bruder, der ist noch da drin. Hilf uns, hol ihn raus. Wir zahlen auch dafür. Gut, ich sehe nach ihm. Ihr beiden bleibt hier. Gut, dann gucken wir mal, was Hugo so Tolles hier so fabriziert hat. Aua, geht schon wieder gut los hier. Frisches Blut an der Klinge. Ob sie Hugo gehört hat? Blutspur. Hugo könnte verwundet sein. Ja. Warm und feucht. Kikimoras mögen es kühl. Wunderbare Schließfächer. Wunderbare Schließfächer. Wunderbare Schließfächer. Man kann ja alles abschließen und die Sachen sind auf jeden Fall super, super sicher. Danke, Frisches. Vielen lieben Dank für den Alert. Solange es kein Schließfach bei einer Bank ist, wo man den Passierschein braucht. Alles gut. So, wie kann ich nochmal schwimmen? So kann ich schwimmen, ne? Ja, so kann ich schwimmen. Doch, habe ich. Irgendwo war doch jetzt hier noch. Bin ich jetzt blind? Da! Hallo Pixel Identity. Ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen. Ich hoffe, es geht dir gut. Und einen wunderschönen Abend dir auch. Herzlich willkommen hier. Geralt. Du ertrinkst bald. So. Raus mit dir. Ich höre schon wieder Kikimora. Achso, die Karte bringt mich ja hier nicht weiter. Warte, hier ging's lang, oder? Nicht da lang. Da ging's lang. Ich
Na, wie sieht's denn da? Pärchen Hugo. Bist du Hugo? Deine Brüder schicken mich. Ha, Bastarde, Gauner, Hurensöhne. Sie Nett. Haben sich auf mich gestürzt, konnten mich aber nicht überwältigen. Und jetzt schicken sie einen Gauner, damit er die Sache zu Ende bringt? Hä? Wovon redest du? Ich bin ihnen draußen begegnet. Sie haben von einem Monsterangriff erzählt. Sie haben es nach draußen geschafft, du nicht. Sie schicken mich, um dir zu helfen. Das haben sie dir gesagt? Diese verlogenen Hunde. Das ist gewiss nur wieder eine Lüge. Komm schon, beruhige dich. Was ist hier los? Ich bin Hugo Monarch. Vielleicht hast du von meinem Vater gehört. Victor Monarch. Nö. Berühmter Cognac-Brenner. Ich mag sowieso kein Cognac. Vor seinem Tod haben wir uns gestritten, wer das Familienunternehmen übernimmt. Darum hat Vater beschlossen, uns zur Zusammenarbeit zu zwingen. Er hat seine Brennerei in Teile zerlegt. Drei davon hat er versteckt und jedem von uns eins der Verstecke gesagt. Als meine Brüder erfuhren, dass mein Teil hier verborgen liegt, haben sie entschieden, dass sie mich nicht mehr brauchen. Sie wollten einen Geschäftspartner weniger. Wortwörtlich. Wir haben gestritten und gekämpft. Der Krach muss die Biester angelockt haben. Die beiden sind zum Ausgang. Ich bin tiefer reingelaufen. Hm. Wegen des Teils einer Brennerei bist du hier. Ist es das hier? Ja. Wo hast du es gefunden? Am Grund einer heißen Quelle. Euer Vater hat es wirklich gut versteckt. Ja, kann man so sagen. Dein Lohn. Es ist nicht viel, ich weiß. Aber ich verspreche dir die besten Preise, wenn die Taverne wieder läuft. Ich komme drauf zurück. Gehen wir jetzt. Deine Brüder warten. Ich glaube, seine Brüder möchte so schnell nicht wiedersehen. Warte, sieh mal da, meine Brüder. Sie haben ein paar Strolche gedungen. Sie wollen mich überfallen. Das wissen wir nicht. Doch. Willst du etwa behaupten, es ist reiner Zufall, dass sie mit Bewaffneten zurückkehren? Sie kommen wegen des letzten Brennereiteils. Töten würden sie mich dafür. Bitte. Du bist meine einzige Hoffnung. Töte sie, sonst töten sie mich. Ich soll deine Brüder töten? Na, die vielleicht nicht. Aber die anderen Übeltäter. Meine Brüder, ich weiß nicht. Kannst du sie vielleicht kampfunfähig machen? Ha, wirst du mich beschützen? No. Okay. Tja, komm, machen wir. Ich habe wohl keine große Wahl. Danke. Tausend Dank. Ich glaube, ansonsten hätten wir das Gejammer von ihm die ganze Zeit im Ohr. Oder müssen die trotzdem erledigen? Machen wir es lieber gleich. Ah, Hexer! Was machst du denn? Ich bringe euch Anstand bei. Er ist verrückt geworden. Er ist ausgenockt. Aua. 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 Er ist auch noch ausgenockt. Er ist tot. Welche? Der Geralt hier. Oh. Dass ich noch nicht gegessen habe. Sie haben gekriegt, was sie verdient hatten. Vielleicht haben sie es gut gemeint. Das glaube ich nie und nimmer. Sie waren verkommen vor Gier und zu allem bereit, um mir das letzte Teil zu entwinden. Außerdem hast du sie ja nicht umgebracht. Bald kommen sie zu sich. Hoffentlich haben sie was daraus gelernt. Wahrscheinlich nicht. Und was jetzt? Ich fürchte, ich weiß es nicht. Die Brennerei meines Vaters kann ich ja nicht wieder aufbauen. Ich muss wohl Wein auf dem Markt verkaufen. Oder vielleicht sollte ich weiterziehen und Toussaint verlassen. Ich weiß es nicht. Ich kann aber freiwillig Toussaint verlassen. Wie auch immer, deine Hilfe mit meinen Brüdern werde ich dir nicht vergessen. Das ist das Schöne. Okay. Geh. Zeit, dass unsere Wege sich trennen.
Viel Glück, was immer du beschließt. Ich danke dir, Hexer. Alles Gute. Gerne. Gut. Haben wir denn hier noch? Also wir haben auf jeden Fall die Hauptquest hier noch. Ich nehme Quests. Ja gut, das Gewinnturnier, da sind wir sowieso außen vor. Das passiert mich jetzt sehr wenig. Okay, hier müssen wir noch warten. Und, dann lassen wir den Nebenquest erstmal Nebenquest sein. Machen wir erstmal das hier. Direkt in der Nähe. Das passt doch. Gucken wir uns die Sachen nochmal an. Gibt ja hier bestimmt noch so ein paar interessante Örtchen, die wir erkunden können. Und dann will ich nachher auf jeden Fall noch die Hauptquest weitermachen. Mal sehen, ob ich etwas finde, das Merten hier zurückgelassen hat. Also wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie lange wir Witcher machen. Vielleicht machen wir es auch einen kompletten Abend. Ich werde mal sehen. Dafür ja nur ganz zum Ende nochmal FF14. Aber da ist ja nun fast, also wirklich fast, feststeht, was wir jetzt nächstes machen wollen. Ich denk mal, auf Fallout wird es hinauslaufen. Deswegen. Wah! Wah! Das schreckt mich doch nicht so, ey. Vibe. Das weiß ich. Boah, bist du nervig. Krieg ich den mit Irden? Ja. Zumindest kurzzeitig. Na, auch eher so wenig. Boah. Du brennst doch. Das ist ein bisschen. Alter, ist zu stark. Ne? Ist, nicht von schlechten Eltern. Ich nehme an, jetzt haben wir den Schlüssel. Jupp. Also schön aus der Ausrüstung. Alles haben wir auf jeden Fall. Da oben ist noch. Wie kommen wir da oben hin? Ah. Geralt! Wir haben wahrscheinlich auch anders aufgekommen, aber passt schon. Und die Kor und Schwert. So, warte, wie viel? 50. Nee, war doch einmal 40. Ja. Ah ja, hier werden wir lang gekommen. 1 von 6.
Wie war das die Notiz? Tagebuch des Bar. Achso, das hier ist schon Heart of Stones wieder. Ne, das ist die Erinnerung des Bibliothekars. Sekunde. Den Tagebuchaufzeichnungen nach ist Merten vom Gefängnis aus direkt zur legendären Höhle gezogen. In der soll auch Majoran einst gehaust haben. Dahin gehe ich jetzt. Ja, das ist eine Maus der Welt, weißt du das? Allerdings werden wir da nicht jetzt nächstes hingehen, sondern wir werden immer noch diesen Hexauftrag machen. War ja nur ein Erkundungstrip. Warte mal. Hier natürlich, denke. Aber die Araunwurzel mitnehmen. Oh! Ich wollte gerade sagen, was galoppiert denn da lang? Ist ja nur wirklich meine. Jetzt bräuchten wir Obelix. Hallo, bleib stehen. Nein, raus. Wo ist das andere hinter? Eine Lust auf gerostetes Wildschwein? Okay, so nicht. Autsch. Okay, wir haben ihn. Mal gucken, was hier drüben ist. Speichern. Oh. Ein Zyklop. Ja. Stufe 45. Also, okay. Geht einfach. Er hat doch nicht mehr gemerkt, dass wir da waren. Nett. Und wieder ein Dorf befreit. Dann diese Richtung. Yep. Richtige Richtung. Aber wo ist Plötze? Ja, ist Plötze. Hallöchen, mein treues Ross. Das ist ja schlimmer als in jedem Vorwärts-Einspiel. Gerade rüber. Lauf, Plätze! Jetzt. Jetzt rennen wir hier nochmal durch die Ruine durch. Galoppiert übers Feld. Überstock und Überstein und ignorieren alle Füßchen. Nein! Lass mich! Geh mal eben mit dem Mädchen. Mach das! Verlauft euch nicht! So, und wir sind doch gleich. Abwarten! Wir sind doch gleich am Ziel. Ne, ich merke das ja, wenn ihr nicht mehr nach Hause kommt. Und Abend. Nicht so schnell, Plätze. Periode.
So. Ich glaube, Wilma. Ah, Wilma? Eure Sorge Wilma kacken. Rührt mich, Männer. Wirklich. Aber ich habe so lange auf diesen Tag gewartet. Vergebt mir. Aber ich gehe vor wie geplant. Ah, da ist ja meine Begleitung. Hallo. Sei gegrüßt, weißer Wolf. Sicher hast du meine Nachricht gesehen. Ach, dumme Frage. Du bist ja hier, also hast du sie gesehen. Ja, vergib mir. So nebenbei. Ich habe mich nicht vorgestellt. Ich bin Graf Beledal und ein großer Bewunderer deiner Taten. Woher kenne ich diese Synchronstimme? Danke. Das hört man als Hexer nicht oft. Aber Herr Graf, du willst doch nicht nur mit diesem Hexer reisen. Sicher, er mag ein zäher Bursche sein, aber deine Expedition ist zu riskant. Es ist nicht gerade klug, uns nicht mitzunehmen, wenn ich das sagen darf. Du übertreibst, Wilma. Ich werde wohl einen halben Tag überstehen können, ohne dass mir jemand den Hintern Ich will mal. Meine Wächter lamentieren, Hexer. Aber du musst ihnen vergeben. Jetzt lass uns zur Sache kommen. Wie du gewiss der Nachricht entnommen hast, habe ich einen außergewöhnlichen Auftrag für dich. Ich bin ein Naturfreund, Hexer. Ein Liebhaber der Wildnis. Und in Toussaint gibt es viele Arten, die man sonst nirgends findet. Ich würde dich bitten, mich auf eine Expedition zu begleiten, die den Zweck hat, diese Arten zu bewahren. Klar. Natürlich sollst du mich beschützen, falls nötig. Natürlich weißt du, muss ich meine das. Wachen haben die Augen überall und melden meiner Frau jeden Leichtsinn, wenn ich auch nur einen Kratzer abbekomme. Und dann wehe mir. Graf Beledal, der berühmte Geflügelzüchter, nicht wahr? Das war mein Großvater. Guter Mann. Ich selbst handle mit Wein. Ich importiere die feinsten Jahrgänge in meiner Heimat, Covier. Deswegen bin ich so oft in Beauclair. Und bei meinen Besuchen genieße ich eben auch die Natur. Und dazu brauchst du wirklich einen Hexer? Du hast doch deine Wachen. Nimm die und spar dir das Geld. Das könnte ich machen. Aber die Männer brauchen auch mal frei und müssen sich entspannen. Nicht wahr, Jungs? Wachen? Spannen? Außerdem mangelt es mir nicht gerade an Geld. Warum also nicht? Ah, hier geht es also um einen reichen Mann, der sich zu Tode langweilt und das Abenteuer sucht. Außerdem geht es um Clarissa, die... Wilma, Clarissa. Bitte. Die was? Ja, die was? Meine Tochter. Ich bringe ihr immer etwas von meinen Reisen mit. Ein Souvenir. Sie freut sich jedes Mal so. Aber wir wollen nicht von meiner Familie reden, sondern von unserem Vorhaben, nicht wahr? Mhm. Ich muss ein paar Einzelheiten wissen, bevor ich etwas sagen kann. Moin, Einpack! Schön, genau dass du da bist. Aufgabe? Allgemein gesprochen geht werden es dir? Wir die regionale Flora bestaunen. Nee, heute nicht, heute nicht. Dies und das. Der Go ist einfach so da. Ich habe da so ein Gerät, weißt du? Einen Paresthesiomaten. Nächste Challenge ist erst nächsten Monat wieder. Er fängt Abbilder ein. Paresthiso wie? Er ist eine Art transportables Megaskop, das Augenblicke einfängt. Ja, wo bloß 12 Stunden. Ach du Kacke. Die nehme ich dann als Vorlage für Bilder. Dann bin ich ja tot. Ich soll also mitkommen, nee. Um Pflanzen und Tiere zu begutachten? Darauf läuft es wohl raus, ja. Allerdings muss ich meine, wir haben diesen Monat schon zwei Kreaturen, die ich bewahren will, nisten. Weil ich Emotes dazu bekommen, also. Tja, wenn es Ärger gibt, haben wir dein Schwert zur Hand, was? Also, abgemacht? Klingt ja nicht schwer. Ich wäre froh, mal was Schönes zu machen. Wunderbar. Was Schönes, hier, ne? Deine Karte. Bevor ich hierher kam, habe ich mehrere Jäger aufgesucht. Sie haben die Habitate der interessantesten Arten in die Karte. Du bist so unglaublich. Gute Idee. Das spart uns Zeit. Vielen lieben Dank für die zwei verschenkten Subs. Ja. Und zwar einmal an Loponka und an Fitzkick. Vielen lieben Dank. Bis nach Erre. Und das geht schon wieder los. Wäre mein Geist doch so willig wie mein
Vielen, vielen lieben Dank. Ey, wo sind deine Federn hin? Daddel! Du lebst ja noch! Daddel! Du wurdest schrecklich vermisst in den letzten zwei Streams. Die Mädels können mich gar nicht erwarten. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Wie geht's dir? Fehlen noch sieben. Ja, es fehlen noch sieben. Genau. Geht zu den Glöcknerinnen wie der Blitz. Die Mädels können mich gar nicht. Gut beobachtet. Eieiei. Das kann was werden. Darf ich an die Kiste rangehen, ohne dass ihr mich umbringt? Da ist nur ein Rittersattel dran. Ich esse Eis, mir geht's gut. Es kommt jetzt drauf an, was für Eis. Hey! Komm doch mal her! Bitte! Ja, was willst du denn? Ich hab dich rufen hören. Willst du was von mir? Und ob? Wir haben Menschen Ärger. Ja. Ja, doch. Ist genehmigt, Daddel. Ist genehmigt. Dann braucht ihr einen Besen, keinen Hexer. Du verstehst mich. Die Biester sind riesig. Wie Hunde. Schweine. Schwarz und haarig. Spinnen alles ein. Wir reden also nicht von Spinnen, sondern von Arachnomorphen. Nenn sie, wie du willst. Hauptsache, nee, du machst sie nieder. Es gibt auch Arachnomorphen hier drin. Wir könnten in diesen wunderbar Weinfässer lagern, wenn diese Viecher nicht wären. Nee, da will ich nicht rein. Nee, ich will nicht in die Spinnenhöhle. Ich denke, Uwe, was macht ihr so? Cola trinken. Witcher spielen. Witcher suchten. Hey, komm, machen wir. Arachnomorphe sehen nicht wie Kaninchen aus, aber sie vermehren sich wie Kaninchen. Am besten packt man das Problem bei der Wurzel. Ich kümmere mich darum. Juhu, tötet die Arachnomorphen. Das. Oh, Majoran, wäre mein Geist doch so wild. Ja, okay. Oh, nee. Ach, du kommst doch noch mit. Ich hab dir Geld für Wein gegeben. Enten sind so auf jeden Fall. Ich habe ja einen Tiger. Ja. Kann man aber auch, meine ich, ändern. Irgendwo. Ich habe in den letzten Tagen etwas abschaffen angehalten. Mal ein bisschen Zeit für mich und meine Gedanken. Links Streams bei dir. Bisschen Chat und blocke direkt. The brother is watching you. Ja gut, ein bisschen Zeit für sich braucht man auch mal. Das stimmt schon. Aber wie gesagt, du wurdest schrecklich vermisst hier. Luna und Kaya haben öfter schon nach dir gefragt. Und Frischus auch. Es geht um die Kätzchen, die unten am Bildschirmrand laufen. Weil ein Park auch einen Tiger hat. Ein Tiger. Denke ich mal. Ich denke mal, dass es darum geht. Da sind sie. Vor allem angeblich sollen das keine Spinnen sein. Ich weiß ja nicht, was Arachnomorphe sind, aber der Name Arachno sagt es ja schon. Ich höre das Schiff, ey. Komm her! Komm her! Ja, beweg deinen fetten Arsch hierher. Ruck zurück. Hilf durch.
Das war einfach. Ja. Ja, hat sich. Beziehungsweise hat sie reingefollowed. Demnach schließe ich, dass ihr euch kennt. Wegen ESO. Echt? Wegen ESO? Gott, ich weiß gar nicht. Sie hat auf jeden Fall nicht onstream, sondern als ich offline war, hat er sie einen Follow dagelassen. Ich will nicht. Ich will nicht mehr, Lass mich hier weg, ey. Darf ich überhaupt noch irgendwas? Hau ab, geh rein, hau ab, bitte, lauf! Es kribbelt! So schnell war ich noch nie aus einer Höhle raus. Alter! Die war ja. Der kommt immer aus allen Richtungen. Ich gehöre zu meinen Top-Streamerinnen. Ah, okay. Sehr cool. Ich weiß nur, ich glaube, sie war gerade mal ein Tag Follower und dann wurde ihr direkt schon ein Sub geschenkt. Da bin ich überhaupt erst auf sie aufmerksam geworden, dass sie hier ist. Weil, wie gesagt, sie hat halt oft gefollowed. Und da wird mir das leider nicht angezeigt. Aber durch den Sub habe ich das dann gemerkt. Ja, da sitzt du, du kleines Arsch. Nein! Oh Gott, ich dachte, ich hätte geladen. Ja, Thomas Geräusch da hinten. Ja, ja, genau. Nein, du bist zu haarig. Warum bist du so haarig sein? Können wir die Schmetterlinge töten? Ja, das ist super nett, aber wem macht so merkwürdige Witze bezüglich Frauen? Ah, okay. Es kann zumindest bei mir selber nicht passieren. Ich krabbel über seinen Fuß her, hör auf. Vielleicht krabbelt bei dir auch irgendwas rüber. Ist aber nichts Nettes. Alter, kann hier mal einer Licht anmachen? Ja, ich höre dich. Seh dich. Nee, seh nicht, aber. Komm her. Komm her, du kleines Ass. Komm her. Ja, los. Okay. Komm über Katze nicht hinweg. Hab ich noch Katze? Ja, haben wir. Ja, schieß, kommen Sie mir dein Gesicht. Hör auf, Dill. Ja, ich sehe dich da hinten. Ich vermisse einen zweiten Tiger. Echt? Ist dem so? Oh Gott. Ich glaube, bevor ich auf eine Ewigkeit mich beruhigt habe und aus dieser Starre rauskomme. Ich hasse Spinnen.
kribbelt alles. Nicht bewegen. Einfach nicht bewegen. Wenig wie nur irgendwie möglich. Scheiße. Tachchen. Gibt es was Neues? Alles erledigt. Bin reingegangen und habe aufgeräumt. Den Göttern sei Dank. Und dir natürlich auch. Höhlenhöhle, ja. In der Tat. Ich mach mich wieder auf den Weg. Bis dann. Jo. Kannst du ja nochmal rein. Ja, jetzt kann ich nochmal rein. Jetzt ist er tot. Jetzt ist da nichts mehr. Boah, Alter. Kann dieser Trank mal... Deswegen hasse ich Katze. Zeig mal. Ja. Ja. So, wir waren drin. Gesund müsste man sein. Wobei, ah nee, jetzt stehen hier sogar mehrere Leute wieder. Die Leute sind wieder drin, also alles gut. Hier ist nichts mehr Schlimmes drin. Warte mal. Die Aufgabe nach Orten zur Tierbeobachtung. Tierbeobachtung. Bitte sagt mir, dass sie eingezeichnet werden automatisch. Der ideale Tag zum Einfangen von Augen. Ich habe die Karte, also gehe ich am besten voran.